mein erstes Mal 90 Tage Safari durch Tansania. Ja, in diesem Video möchte ich euch einfach erzählen, wie meine Reise bis jetzt gelaufen ist. Warum Tansania? Ich habe immer einen Traum gehabt, dass ich viele afrikanische Länder besuchen kann, um zu sehen, wie unterschiedlich die sind vom Nigeria, was essen die, was sprechen die, was für Tänze oder Gebräuche haben die, die ich wieder erkennen kann von der nigerianischen Kultur, oder was ist komplett ganz anders. Also ich habe 2019 November diese Reise angefangen, mir eine Auszeit genommen, die 24 Monate dauern soll und hauptsächlich in Afrika verbracht werden sollte. Und klar habe ich mit Nigeria angefangen, bis nach Senegal, eigentlich die Länder in Westafrika. Nicht alle, aber ein Großteil davon habe ich mir angeschaut. Und dann kam Corona und war erstmal die Pause. Ich bin zurück nach Europa gegangen. Und Oktober 2020 habe ich gesagt, jetzt sehne ich mich wieder nach Afrika. Ich möchte zurück. Ich war noch nie in Ostafrika. Und von Bewegungsfreiheit und Vielfältigkeit hat mir Tansania gefallen. Daher habe ich gesagt, 21. Oktober, jetzt fliegen wir nach Tansania. So, lass uns kurz über Tansania sprechen. Tansania liegt in Ostafrika und erste Sachen, der Hauptsprache in Tansania ist Swahili. Eigentlich ist das erste afrikanische Land, denn ich kenne, wo eine afrikanische Sprache die Hauptsprache ist. Es ist super, ich finde es richtig geil, auch wenn ich die Sprache gar nicht verstehe. Wenn man durch die Straße läuft und so Notizen sieht, ist alles auf Swahili und dann darunter Englisch. Finde ich schon cool irgendwie. Aber das bedeutet auch, dass viele Menschen gar nicht Englisch sprechen. Kann man dennoch durch das Land reisen, ohne Swahili zu sprechen? Ja, das geht auch. Also ich meine, man kann sich irgendwie trotzdem verständigen und man kommt ja auch an der einen oder anderen vorbei, der auch Englisch spricht und versteht und sogar auch Deutsch. Ich habe zwei Leute kennengelernt. Einmal in Moshi. Ich bin Beatrice Kimati und ich wohne in Moshi, wo Moshi ist Heimat für Kilimanjaro. Und meine Beruf ist ich habe Reisefirma. Beatrice leitet eine Reisebüro, Kili Safari Beyond, und sie war mal in Österreich und ich saß da in Moshi in einem Café und habe nach irgendwas gesucht und hat ihr mein Handy gegeben und sie guckt mich an und sagt auf Deutsch, ihre Handy ist auf Deutsch, und ich so, ja, richtig verwundert, sag ich, du sprichst Deutsch? So, ja, und dann haben wir uns unterhalten und das heißt, ihr werdet auch hin und wieder Leute finden, die Deutsch sprechen, wie zum Beispiel der Lorenz in Mbeya. Lorenz war noch nie in irgendeinem deutschsprachigen Land, sondern er hat auf Goethe Institut in Dar es Salaam Deutsch gelernt. Wir haben uns ganz gut auf Deutsch unterhalten in Mbeya, als ich da unten war. So, zur Sprache, Amtssprache Swahili. Natürlich ist es wichtig zu wissen, wie kann ich mich ein bisschen verständigen auf Swahili, wie kann ich die Menschen begrüßen. Deswegen werde ich ein paar Worte sagen. Ich bin wirklich nicht weit gekommen, was die Sprache angeht, aber ich kann mindestens Hallo sagen, ich kann mindestens verstehen, wenn die Leute sagen Willkommen, und ich weiß, wie man Danke sagt. Also, das heißt, morgens, wenn ihr aufsteht und Leute auf die Straße sieht, könnt ihr auch immer Mambo Jumbo sagen. Das ist Umgangssprache. Oder wenn die Leute zu euch sagen Mambo, dann antwortet ihr Poa. Oder es gibt auch Vipi und dann antwortet man Safi. Und wenn man das wirklich ganz formell machen will, gibt es Abari, Abari, Sasubui. Das ist halt die formale Weg, Guten Morgen zu sagen. Und wenn die merken, dass eine nicht einheimisch ist, dann sagen die immer Karibu, und Karibu ist Willkommen. Und Karibu Tena, Welcome again, Asante, Asante Sana, so thank you very much, also danke, vielen Dank. Genau, und andere Worte, die ich bis jetzt gelernt habe, sind Sachen wie Elf Moja, Elf Tatu, Elf Mbili. ich überlege jetzt, das sind Zahlen, die man häufig auf die Straße hören, weil viele Sachen kosten entweder 500,
1000 oder 3000. Frag mich nicht warum, aber das sind die Zahlen, die im Gedächtnis geblieben sind, weil ich das so häufig gehört habe. Was man sonst bemerken würde, ist, dass wenn man durch die Städten oder Dörfer laufen würde, begrüßen die Kinder eine. Und die sagen aber nicht Mambo oder Jumbo oder Habari, meistens sagen die Shikamoa. Shikamoa ist eine Begrüßungsform, die man benutzt für jemanden, der älter als einem ist. Das heißt, die Kinder werden meistens immer sagen Shikamoa und dann sollte man antworten Mahaba oder Salama. Wie ihr ein bisschen merkt, ist der Swahili-Sprache eine gute Mischung vom Arabisch. Das ist zum Thema Sprache. Es ist wirklich ganz leicht, Worte mitzubekommen. Ein Wort, was ich auch gelernt habe, ist Parachichi. Parachichi ist Avocados, denn ich liebe Avocado und muss immer fragen, wo kann ich Avocado finden. Und ein anderer Obst, was ich liebe, ist Ananas oder Pineapple. Und man sagt Nanas. Das ist nicht schwer. Und ein Lieblingswort für Leute, die Banane oder Plantain lieben, ist Ndizi. Ndizi ist Banane. Aber witzigerweise in Swahili heißen alle Ndizi. Heißt es Kochbanane oder Normalbanane, die heißen alle Ndizi. Ob die reif oder unreif sind, sind die Ndizi. Und das ist ein bisschen Missverständnis für mich, denn bei uns heißen Kochbanane Plantain und Banane sind Banane. So, das ist etwas, was man ganz leicht merken kann. Ja, das ist erstmal Sprache. Was die Währung angeht, ist Shillings. Shillings bekommt man nur, wenn man im Land ist. Zwei Währungen spielen eine ganz wichtige Rolle in Tansania. Einmal Shilling und das zweite Dollar. Andere Währungen hört man darüber gar nicht. Und wenn ich vom Dollar spreche, ist es, man kann auch sehen, dass in sehr vielen Restaurants oder Hotels sogar die Preise angezeigt werden in Dollar, vor allem auf Sansibar. Daher ist es wichtig, die Wechselkurse zu wissen. Was das Thema Geld angeht, ich nutze meistens meine Kreditkarte, Geld abzuheben und dann bezahle in Shillings. Oder wenn ich online buche, dann zahle ich ja gleich über das Online-Portal. Geld abheben finde ich, was die Gebühren angeht, Umoja und Stambik die beste bis jetzt. Bei Umoja zahlt man, wenn man eine Visa-Karte hat, 6.000 Shillings pro jeden 400.000 Shillings, die man abhebt, bei Stanbic 8.000. Es gibt andere Banken, die bis zum 18.000 an Gebühren nehmen. So, das ist das Thema Geld. Man kann wirklich fast überall mit Geld bezahlen, außer bei den staatlichen Einrichtungen. Es würde versucht, halt das Thema Korruption und andere Sachen zu verhindern oder reduzieren. Dadurch sieht man in vielen staatlichen Einrichtungen, dass man nur mit Karte bezahlen kann. Deswegen sei sicher, dass wenn ihr zum Beispiel Nationalparks, Museums und solche Sachen besuchen möchtet, dass ihr eine Kreditkarte habt, womit ihr bezahlen wollt und könnt, denn meistens wird da nur mit Karte bezahlt und nicht Bargeld. Genau, das ist das Thema Währung. Jetzt kommen wir zu Reisen. Wo bin ich bis jetzt gewesen in die 90 Tage? Ich werde das erstmal auflisten, dann rede ich über die Städte. Also ich bin wirklich ein Großstadtmensch. Die größten Städte in Tansania. Als erstes Dar es Salaam, kein Wunder. Ich habe auch viel Zeit in Dar es Salaam verbracht. Und danach kommt Mwanza, auch genannt mit dem Spitznamen Rock City. Das merkt man, wenn man in Mwanza ist, das ganze Landschaft und wie die Häuser zwischen Felsen sind, das ist einfach wunderschön anzuschauen. Denn danach kommt Arusha, ich liebe Arusha. Arusha sagt man Gateway to Northern Safari Circuit, wenn jemand sagt, oh ich möchte Manyara, Tarangiri, Serengeti, Ngorongoro, Arusha National Park. Alle Parks, was in den Northern Circuit gehört, also eine Safari machen, ist Arusha eine gute Base oder Basis, wo man bleiben kann, um das alles zu machen. Der Staat Arusha selber bietet auch chillige Lifestyle und ich finde es schön. Da konnte ich auch ein paar Monate bleiben. Danach ist Dodoma. Dodoma ist der Hauptstadt von Tansania. Ich war noch nie in Dodoma und ich weiß auch nicht, was man sonst in Dodoma machen kann. Nur was ich sagen kann, das Thema Uber, Bolt funktionieren in Dar es Salaam, Bolt in Mwanza. Uber weiß ich nicht.
nicht, aber in die zwei Städten funktionieren auf jeden Fall Boot. Genau, das sind die Großstädten. So, wo hat mich meine Reise hingeführt? Ich habe ein bisschen recherchiert und geguckt, okay, wie bewege ich mich am besten durch Tansania? Manche haben vorgeschlagen, im Norden anzufangen, das heißt, ich hätte auch direkt nach Kilimanjaro fliegen sollen und dann Arusha und dann bis zu runter zu Dar es Salaam. Ich bin aber nach Dar es Salaam erstmal geflogen, weil ich wollte einfach Ruhe, nichts machen, keine touristischen Sachen, einfach runterkommen. Durch das Land zu reisen, gibt es unterschiedliche Wege. Ich habe auch das Video genannt Safari durch Tansania, denn Safari heißt auf Swahili Reisen. Ja, es ist nicht nur, wenn man Tiere anschauen geht, sondern Safari auf Swahili heißt eigentlich auch Reisen. Kommt darauf an hin, wo man hingehen möchte. Man kann sich natürlich selbst fahren. Es gibt Zugverbindungen in unterschiedliche Richtungen, aber nicht alles. Es gibt Tarzan und die städtische Zugfirma, die man nehmen kann. Und dann gibt es natürlich Busse. Um einen Bus zu bekommen, gibt es unterschiedliche Busparken, darüber werde ich auch sprechen. Und dann gibt es Flüge und den Wasserweg. Nach Arusha habe ich einen Bus benutzt. Ich habe Kilimanjaro Express genutzt und bin mit Bus nach Arusha gefahren. Vom Arusha habe ich mich dann Richtung Moshi gemacht, vom Moshi nach Mwanza, vom Mwanza nach, wieder nach Arusha. Da bin ich geflogen, ich bin zweimal innerhalb Tansania geflogen. Einmal mit Precision, einmal mit Air Tansania, darüber sprechen wir später. Ich bin dann nach Arusha geflogen und dann vom Arusha mit dem Bus nach Lushoto. Vom Lushoto nach Magaroto, vom Magaroto wieder nach Dar es Salaam, vom Dar es Salaam mit der Fähre nach auf Zanzibar. Man kann auch fliegen Richtung Zanzibar und dann zurück nach Dar es Salaam und vom Dar es Salaam mit dem Bus nach Mbeya. Man kann aber auch mit dem Zug nach Mbeya fahren, ist eigentlich schön. Und man fährt durch den Mikumi National Park auch mit dem Bus, dass man irgendwie einen Busfahrt plus einen Game Drive quasi zusammen machen kann. Genau, und vom Mbeya bin ich weiter nach Mpanda, weil ich Richtung Katavi National Park wollte. Da sind die Flusspferden zu Hause, sehr viele Flusspferden. Natürlich ist es besser, die zu sehen im Maßen und noch zahlreicher zwischen Juni und Oktober, die trockene Saison, denn die gehen alle in diesen einen Fluss, aber auch jetzt im Regensaison kann man sie trotzdem sehen. Vom Katavi bin ich dann, oder vom Mpanda, bin ich dann nach Kigoma gefahren. Eigentlich sollte diese Fahrt nicht mehr als 5 Stunden dauern. Es hat länger gedauert und der Straße ist nicht so gut. Aber trotzdem schön anzuschauen. Ich bin nach Kigoma gefahren und habe aber nur 2 Nächte in Kigoma verbracht. Nichtsdestotrotz, es gibt schöne Sachen in Kigoma zu machen. Unterkunftsmäßig versuche ich meistens in Airbnb zu wohnen und die Airbnb sind eigentlich ganz gut. In Dar es Salaam und Arusha habe ich Airbnb benutzt. Viele meiner Unterkünfte sind ja über Airbnb gelaufen. In die meisten Städte, auch in Mwanza. Andere habe ich Booking.com benutzt. Auf Zanzibar habe ich eine Nacht Airbnb und den Rest über Booking.com oder einfach gefunden und ja, Walk-ins. So. Das ist das mit Wohnen, wo habe ich geschlafen. So, das war mein Weg so weit in die 90 Tage. Wir gehen einige Highlights durch und dann hoffe ich, dass es euch gefällt, inspiriert, dass ihr dann hier runterkommt. Well done, thank you. Thank you. This every day. We right? use this every day, every time. What about the time of rain season? Uh-huh. Yeah, we use this because we put inside. Nice. Kandri. Kandri.
ongeza Raisi wetu Magufuli yeah. Watanzania jamani Watanzania wote jamaa Tunampongeza Raisi wetu Magufuli yeah. Pura umetuletea Dugu wa Tanzania Kina baba, kina mama kweli Tumshangilie Raisi wetu Magufuli Anayafanya mambo Pura umetuletea Dugu wa Tanzania Kina baba, kina mama kweli Tumshangilie Raisi wetu Magufuli Anayafanya mambo Tanzania jamani Wa Tanzania wote jamani Favorite ice cream guys right here to them. And yeah. There is a particular ice cream that you need to try if you are in Africa. That is fudge. Tanzania wote jama. Tunampongeza. Rice wetu Magufuli. Eh. Ushindi umetuletea wa Tanzania. Kina baba, kina mama kweli, tumshangilie Raisi wetu Magufuli, anayafanya mambo Umetuletea, watoto wa Tanzania Kina baba, kina mama kweli, tushangilie Raisi wetu Magufuli, anayafanya mambo Wa Tanzania, wote jamaa Raisi wetu Magufuli eh Wa Tanzania wote jamaa Wa Tanzania wote jamaa Tunampongeza Raisi wetu Magufuli eh Ikungulume, Magufuli engungulume Alehela, Magufuli engungulume Ikungulume, Magufuli engungulume Alehela, Magufuli engungulume Tanzania, Magufuli ikungulume Alehela, Magufuli ikungulume Alehela,
madokobane yene ne ngulume ya Afrika gokong hoshe kahilaga gokong yemeta hilaga mwabeja sana makono 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 wigoria makono 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 wigoria makono tola kimaganza tola kimaganza tola kimaganza Tanzania kwa kawaida kukujogoa huwa anawika lakini kukumtetea kamwe hawiki asanteni sana makono 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 wigoria makono 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 kanisani ufai misikitini dini yako ni ipi kwetu si binadamu we ufai makanisani ufai misikitini dini yako ni ipi kwetu sisi binadamu we unataka upendwe vipi yo makanisani ufai misikitini jibu lako ni lipi kwetu sisi binadamu ufai makanisani ufai misikitini dini yako ni lipi kwetu sisi binadamu we yeah, yeah. Ndugu wa Tanzania natupasa wakati mwingi tuenende katika mienendo iliyo mizuri tuvae nguo zilizo za kiheshima ili tusipate kuheshimiwa tusifanye vitu vilivyo vituko katika dunia inawezekana kabisa una dini yako lakini pengine ukawa wewe ni mwabudu shetani sikuhukumu. Also es gibt einige Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Falls ihr schon auf diesen zwei oder drei anderen Orten war, wo ich noch nicht war, wie zum Beispiel Mikumi war ich nicht, Selu war ich nicht, Mafia Island noch nicht, Kilwa noch nicht, Mbudia, Bungoyo, dann könntet ihr mir erzählen, wie es war und ob ihr das empfehlen würdet. Ansonsten sage ich vielen herzlichen Dank, dass ihr mich bis jetzt begleitet habt auf Across All Borders Going East. Bis zum nächsten Mal. Thank you.